So, wieder zurück, Leute. Ja, wir haben da eigentlich noch genug lange gewartet. Und ja, jetzt geht's los. Mehr kann ich da auch nicht sagen. Also wir wählen da mal die Röhrenraserei. Nee, doch, ja. So heißt sie. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich noch dazu sagen sollte, ob ich noch reden über irgendetwas reden sollte, aber wir werden jetzt da mal einfach loslegen und hoffen natürlich, dass wir erst werden. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin da der Nien-Sternchen-Pika. Das habe ich von der Wii übernommen, keine Ahnung wieso. Von Schweiz, Solothurn, jetzt wisst ihr das alle. Und ja, jetzt legen die da mal los. Eben, dieses Land hier finde ich eigentlich recht langweilig, ganz ehrlich gesagt. Aber, naja. Hau ab, Mann! Alter! Oh, shit! Also ab und zu kann es schon mal kommen, dass das... dass wir da in ein Auto reinfahren, aber... Das ist eher unwahrscheinlich. Man weiß ja nie, ne? Ja gut, also einfach nur hier fahren, das finde ich ein bisschen langweilig, da... Oh, Alex, komm. Ich sehe hier genau gar nichts. Ich gehe jetzt nicht mehr. Ja, Moment, zuerst will ich mal... will ich mich da mal konzentrieren, erst. Also, ja gut, dann passt schon. Ja. Zu welchem Thema sollte ich noch reisen? Ja, sagen wir einfach mal Mario Kart. Ja. Wie gesagt, ich habe da schon alle Cups gemacht. Ich habe etwa 3500 etwa. Und ja, noch nicht alle Fahrzeugteile. Ich habe die goldene Karosserie, aber noch nicht die goldene Räder und auch nicht die goldenen Gleiter. Also logischerweise wird sich das alles noch ändern. Es sieht gut aus. Jawohl. Sehr schön. Im ersten Rennen direkt der erste. Das gefällt mir natürlich. Ja, eben auf jeden Fall, wir haben da etwa 3500 Münzen und fast alle hauptsächlich nur durch die Grand Prix und ja, natürlich hier auch noch ein großer Teil, also in den Online-Rennen, aber naja, mein Lieblingsfahrer, da es kein Bowser Jr. gibt, ist es Lemmy, auch von den Lakaien von Bowser. Ich kenne den eigentlich fast gar nicht, aber er sieht mir recht ähnlich aus wie Bowser Jr. Ich finde es einfach recht... Ich drücke es mal nett aus. Ich finde es schade, dass es Bowser Jr. nicht gibt. Also ich meine, ja logisch, er wird auch wahrscheinlich zu 100% mit einem DLC erscheinen. So wie auch Diddy Kong. Das kann ich euch versichern, das wird zu 100% passieren, weil ich meine, hallo, einfach Diddy Kong oder auch Bowser Jr. als Mario Kart nehmen? Was soll das? Also, nee, das kann ich einfach nicht verstehen, also. Aber, naja. Auf jeden Fall starten wir da mal ins nächste Rennen. Und ja, das wird ein sehr schönes Start. Und zu den Fahrzeugen. Scheiße.
Also, ich, oh nee, noch zu viel Farbe. Also es gibt ja leicht, mittel und schwer. Also das eben zum Beispiel. Skull ist schwer, Lemmy ist mittel und Koopa, Shy Guy, Baby Mario und Baby Luigi oder so. Die sind ja die leichte Klasse. Ja, auf jeden Fall hat man ja da Vorteile mit dem Gewicht, also Vorteile und Nachteile. Ja, auf jeden Fall habe ich ja hier einen mittleren Charakter und wenn mich da jemand rammt, Alter, ich bin da sowas von der Karte. Ich meine, es ist mir schon so oft passiert, dass sie mich einfach so ganz leicht von der Strecke schubsen. Oh, Scheiße. Und dann, wenn ich wieder raufkomme, schubst mir gleich noch einmal jemand rum. Seht ihr? Ihr habt da genau dieses Beispiel. Das war perfekt. Aber naja. Ja. Das hasse ich an mittelleichten Charakteren. Aber ja, dafür haben sie eine leicht verbesserte Beschleunigung. Aber naja. Ja, was kann ich denn noch sagen? So ein Fahrzeugen, es gibt ja wieder bald so normale Karosserien. Man kann die auch selbst zusammenstellen. Ja, irgendwie. Ja, komm schon. Alte! Komm schon. Ach ja, das muss ich jetzt auch noch erwähnen. Ich habe Mario Kart eigentlich schon recht oft gespielt und auch schon sehr lange. Aber ich habe noch nie hier im Mario Kart 8 die Kugel Lilly bekommen. Also, ja, was ist denn das? Ja, immer die Sterne oder die Pilze. Ja, toll, da ist Code kein mehr. Was letztes? Wieso spielen dann nur 9 Spieler mit? Ja, okay, vielleicht war das auch gut, denn wenn es 12 gewesen wären, dann wäre ich vielleicht auch 12. Wer weiß. Naja, hier Marika schon. Das Level gefällt mir. Ja, ich sag jetzt da mal, das war nicht fair. Ja gut. Schon wieder nicht 12 Spieler. Mein Gott, füllt mal diese Lobby auf da. Naja, ja, wo war ich vorhin stehen geblieben? Ja, ich hatte noch nie die Kugel Willi in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder eher schlecht, beziehungsweise einfach normal. Weil wenn es gut ist, dann bedeutet das, dass ich eigentlich immer in den ersten 5 bin. Also ich sag's mal so. Aber wie ihr jetzt vorhin gesehen habt, war das überhaupt nicht der Fall. Aber naja. Sehen wir mal, wie wir uns in diesem Level schaffen. Vanessa. Das ist. Ach ja, noch etwas, falls ihr das nicht bewusst habt. Es bringt nicht viel, aber es bringt etwas. Nach einem orangen Dreh, also dem guten da, also noch nicht, ja, jetzt kommt er dann. Hier, nach diesem. Wenn man ihn losgelassen hat, sollte man immer springen in dem perfekten Zeitabstand. Also nicht zu oft, aber auch nicht zu wenig. Weil wenn man das dann macht, dann bekommt man einen leichten Boost. Also der Drift hält länger an. Ich habe das mal in einem anderen Video gesehen. Der hat das im Zeitrennen gemacht. Ja, der hat das in einem Zeitrennen gemacht. Als er es ohne diesen Trick gemacht hat, war er eine Sekunde langsamer, als wenn er es mitgemacht hat. Ja eben, das bringt es nicht. Aber ja, für etwas. Ja.
eine Karosserie und auch Goldenen Schädel. Wahrscheinlich auch den goldenen Gleichschirm, aber. Alter! Schwer! Oder doch! Ja gut, also momentan sieht es wieder nicht so rosig aus. Das kann sich natürlich auch alles ändern, ne? Ja gut, vierte? Ja, besser als gar nichts. Ja, plus 5 Punkte. Nicht sehr gut, aber naja. Ja, worüber könnte ich denn noch reden? Ja, Mario Kart. Das Spiel gefällt mir eigentlich. Ich finde einfach schade, dass es eben ein paar Charaktere nicht gibt, wie Diddy Kong, Bowser Jr. Auch irgendwie Boohoo oder so, finde ich cool. Also König Boo oder... Okay, die Piranha-Pflanze nicht unbedingt. Oder Charaktere wie die Golden Pink Peach oder so heißt die. Finde ich einfach nur scheiße. Man, wie so? Ich meine, es gibt Metal Mario, auch schon der ist... Die hätten lieber den Mario, also den bösen Mario aus Mario Sunshine genommen. Von der Nintendo GameCube. Aber nein, die nehmen wir. Aber naja. Was kann ich da noch sagen? Natürlich. Ja, war doch klar. Ach ja, jetzt sind es nur noch 8 Spiele, das heißt, ich bin. Ja. Man könnte meinen, heute ist ein Festtag, aber ja. Die holen das schon mal raus. Okay. Stehe. Ja, komm! Na ja, gut, also... Ja, das war mal knapp. Das sieht nicht gegen hinten ab. Ich bin auf dem 5. Platz gewesen und hab keine Münze. Oh shit, trifft er doch schon! Oh man. Das hat mich genau gar nichts gebracht jetzt. Ah, Alter. Okay, vierte. Was? Ah, wieso kommen da nicht mehr Spiele rein? Ey, ich verstehe das nicht. Also ich muss jetzt sagen, bei Mario Kart, da rage ich recht oft. Das muss ich schon sagen, aus vielen Gründen. Jetzt schaue ich erstmal, ob da mehr Spieler kommen. Ach komm, nee, das ist mir einfach zu blöde. Wir suchen uns da mal eine andere Lobby. Also, ja. Wir hoffen, dass wir da in eine andere gute kommen. Global, rennen. Hier, Lemmy. Zack. B.
bringt mich einfach nicht in die gleiche rein. Ich will da echt nicht mit nur 8 Spielern spielen, wenn da noch 4 mehr Platz hätten. Also, ich finde das echt bescheuert. Ach, Mann. Jetzt müssen wir jetzt auch wieder warten. Ja, auf jeden Fall sind es mehr Spieler jetzt. Ja. Das ist auch scheiße. Also, ein paar Sachen könnte man da echt verfeinern. Zum Beispiel, also nicht Grafik oder so, die ist wunderbar. Aber jetzt hier zum Beispiel am Mario Kart TV Live ist okay, man kann da umschalten zu welchem Spieler auch immer, aber man sieht jetzt zum Beispiel nicht, in welcher Runde sie sind, weil ja eigentlich das fände ich sehr nützlich. Also naja, zeigen sie natürlich nicht. Ja gut. Ja. So, komm, lad mal endlich. Also, spielt mal fertig. Wir werden eh nur noch ein Rennen machen, dann werde ich ein paar beenden. Aber trotzdem. Von Spanien. So, komm, ist jetzt fertig? Ja, geht doch. So, dann kommen wir jetzt dann gleich zum Einsatz. Hoffen wir mal, dass alles gut geht und jetzt dann kommen. Ja. Hier muss ich auch noch sagen, zu diesem Land, dass es ist meh, ich sag's mal so. Also, es sieht einfach komisch aus, es ist nicht so wie die anderen. Ich hätte lieber eines gewünscht wie zum Beispiel bei der Wii, weil hier sieht alles aus, als wäre es, also als wäre die Straße mit Plättchen gemacht. Also, ja, es sieht nicht glatt aus. Also, ja, wie soll ich sagen? Tönt jetzt voll behindert, aber, ja, komm, egal. Ist egal. Wir hoffen jetzt einfach, dass wir Erste werden. Es wurde ja auf dieses Land gewählt, das ist gut. Hier hupen wir mal, ich weiß, die anderen hören es nicht, aber... Ich bin da runtergeschubst. So, jetzt kommt es ja noch so etwas. Ein kleiner Fehler und wir sind nur noch dick. Kann eben viel passieren. Ja. Ich wollte nicht mal in den Windschatten rein. Ich wollte das nicht mal. Ja, und diese Abkürzung hier ist mir einfach zu riskant. Hier gibt es ja eine, die man auf eine andere Strecke dann wechseln kann. Aber ich mag die einfach nicht. So, den holen wir jetzt gleich. Mein Ziel ist eigentlich auch immer 10 Münzen zu holen. Aber es ist oft nicht möglich.
Aber ich kann ja nicht alles sagen, ne? Okay, noch. Also, fast. Ist dieser Weg wirklich schneller, der diese jetzt gemacht hat? Ich weiß es nicht. Nee, der war sogar langsam. So, komm hier. Ja! Wir müssen sehen, es wird ein Hindernis kommen und mich. Sagen, er wird mich auseinandernehmen und dann werde ich noch zweite, dritte, vierte, sogar fünfte, weiß, mal sehen. Ach ja, bevor ich es vergesse, weil das Video überhaupt scheiße. Idiot. Geh weg da. Ha. Nein, was? 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 Wer war denn vor mir, bitteschön? Der Shy Guy war ganz klar hinter mir. Alter, oder war ich... Nee, ich war doch erst. Alter, was? Ja, der hackt doch. Ja, was soll denn die Scheiße, Mann? Oh Gott. Naja. Auf jeden Fall. Ah, scheiß Spiel! Ah. Naja, ich beende den Part mal hier, bevor ich noch völlig durchrage. Rage? Ja, wie auch immer. Durchraste. Ja. Auf jeden Fall sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Wir machen gleich hier weiter dann. Und ja, das sage ich jetzt einfach mal. Tschüss. Und wir werden uns dann an diesen Shy Guy noch erinnern.